Was passiert mit der Enker Solix Solarbank 2 bei einem Stromausfall? Die Frage habt ihr mir gestellt. Und hier erst einmal herzlichen Dank an Heiner für diese hochinteressante Frage. Und diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Und damit hallo, willkommen zu einem neuen Video. Normalerweise ist es so, ein Balkonkraftwerk ohne Speicher. Bei einem Stromausfall schaltet der Wechselrichter ab, klar hat keine Verbindung mehr zum Hausnetz. Es wird nichts mehr von dem produzierten Solarstrom weitergeleitet in den Wechselrichter. Der Wechselrichter nimmt nichts mehr auf, in dem Moment verpufft alles. Wie sieht es denn hier aus bei einem Stromausfall? Ich bereite mal eben einen kleinen Testaufbau vor. Ich werde hier mal eben ein Elektrogerät auch an die Schoko-Steckdose anschließen, da sollen ja dann auch 1000 Watt rauskommen. Hier bin ich mir aber sicher, die kommen auch nach wie vor raus. Wird der Enker geladen? Das schauen wir uns doch mal an beim Stromausfall. Einen kleinen Testaufbau habe ich hier vorgenommen. Ich habe hier einfach meinen E-Scooter hier mal angeklemmt. Er wird geladen. Der ist jetzt bei 52%. Die Ladung geht weiter. Der wird hier mit irgendwas um die 120, 130 Watt wird der geladen. 4 PV-Module sind angeklemmt. Was produzieren wir gerade? Na, um die 300 Watt. Es ist Rotzewetter heute. Aber immerhin noch 300 Watt. Ihr seht jetzt hier den Handymonitor, den blende ich jetzt euch mal eben an der Seite ein. Und wir simulieren jetzt einen Stromausfall. Was passiert? Ich ziehe jetzt hier nicht die Sicherung raus. Nein, ich ziehe einfach nur den Netzstecker raus. Zack. Oh, Stromausfall. Was passiert hier? Okay, eine Fehlermeldung haben wir hier schon bekommen. Aber wir sehen, der Solarbetrieb, der ist nach wie vor noch da. Der Speicher wird geladen, 122 Watt, die gehen gerade raus von der Solarbank hier in diesen E-Scooter. Also der hat ja 120, 130 Watt ist die Ladung hier von dem Scooter, das passt. Wir haben jetzt einen Netzbezug von 284 Watt, weil klar, das Gabellicht daneben, da kommt nichts mehr raus. Aber ihr seht, die Enker Solix Solarbank, die schaltet hier nicht ab. Der Wechselrichter wird nicht komplett getrennt. Das Einzige, hier blinkt jetzt ein rotes Lichtlein. WLAN-Signal haben wir noch hier. Das war auch der Grund, warum ich hier nicht die Sicherung vom Haus gezogen habe. Weil ich wollte hier, das geht natürlich nur mit WLAN, einfach mal überprüfen, wie diese Solarbank reagiert. Damit wir hier auch die Anzeige haben. Nee, das funktioniert hier einwandfrei. Der Scooter wird geladen und die PV-Module bringen nach wie vor den Gleichstrom hier in die Enker Solix Solarbank 2. Habt ihr damit gerechnet? Ich persönlich? Ja, ich wusste, dass es so ist. Wenn ihr im Übrigen mal einen Tipp haben möchtet, wie ihr eine Enker Solix Solarbank 2 in der Pro-Version inklusive Smart Meter für gerade mal 844 Euro kaufen könnt, dieses Video da oben, da erkläre ich es ab Minute 16. Schaut euch das Video an. Ihr seht es auch gleich nochmal im Abspann. Das ist mein Pro- und Contra-Video hier von der Enker Solix Solarbank 2. Aber mit diesem Ergebnis muss ich sagen, wir haben hier eigentlich ein Perpetuum mobile. Das Ding lädt sich selber auf, schubst den Strom hier in die Speicherbank rein. Man hat die Steckdose, wo man im Stromausfall dann immer wieder Strom hat. Ist der Akku dann leer, geht er in den Geräteschlaf und am nächsten Morgen lädt er sich wieder auf und man hat wieder über die Notstromsteckdose genug Energie. Ja. Das war mein kurzes Infovideo für euch. Auf eure Wünsche habe ich hiermit reagiert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.